Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Klassisch. Ja, könnt ihr nicht lesen? Hallo, guckt euch den Titel an. Hallo. Ihr wisst sogar schon, mit welchen Charakteren wir spielen. Ich nicht. Und ja, der nächste wäre anscheinend Mr. Game & Watch. Reise Richtung Retro. Mr. Game & Watch. Nein. Okay, ich habe Ostgame wieder ein bisschen klassisch gespielt und habe es geschafft. Oh, ich dachte, nee, ich habe zwei. Okay, muss schon sagen. Zwei Tickets habe ich zusammengesammelt. Was gut ist für diesen Part. Also, weiß nicht, ob ich beide direkt. Hey, es. So spiele ich Kirby mit diesem Ding. Was ist das? So raus. Gut. Perfekt sogar. Keine Ahnung, ich habe so ein bisschen Geister gefarmt, so mit klassischem Moos, ein paar Geister gekauft. Aber mal sehen wir alles im nächsten Part. Also jetzt spielen wir erstmal klassisch. Also was da? Hey. Oh gut, warte. Ach, Dreck. Ja. Ich spiele eigentlich gerne Mr. Game & Watch, aber leider ist er viel zu leicht. Also deswegen macht es ihn ein bisschen schwer. Ach, Evoli. Macht es ein bisschen leicht, ihn aus der Arena zu hauen. Jetzt nicht so dolle finde. Schon wieder? Was hat? Hey. Was? Okay. Hat der Mino platziert und ist selber da reingelaufen. Hey, finde ich gut. Und wir kämpfen gegen die ganz alten Charaktere. Ich dachte, wir gehen ja nach dem Alter oder so, aber Kirbys Nebenleben älter als Pac-Man. Hey, sie kenne ich irgendwo, ja. Hey, ich tue voll eine Bombe werfen. Ja, was ist das? Was ist das für eine Musik? Die kommt mir voll bekannt vor. Hat. Was hat irgendwie die Medley von irgendwas? Ja, man hat Medley, ja, ne? So eine Kombination aus Songs. Aber was hat der Ding? Stell mich gerade nicht so gut an und der heilt sich hoch. Oh Mann. Was hat? Oh nein, Baum beim Weg. Ich komme mir irgendwie nicht klar mit dem. Boom. Gut. Dabei ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier Mr. Game & Watch spiele. Also ich komme mit denen eigentlich halbwegs klar. Ja, und diese Gimmicks Level hier, wie ich sie nenne, genau wie Donkey Kong. Dann kämpfen wir gegeneinander, gut. Bombe. Okay. Was ist das? Nein. Genug. Wäre irgendwie voll geil, wenn er jetzt da runterfallen würde. Ja, so schnell kriegt er mich hier nicht raus. Das ist so ein Level, also. Ja. Was? Hey! Flieg raus!
Was? Luigi ist doch auch rausgeflogen, Mann. Weiß auch Dämmchen, raus, pass auf. Hey. Da ist mal raus. Danke. Er wieder einfach diese Schildkröte weggeblasen hat, sein mit seiner Aquaknarre. Wir sind erst. Wir haben immer noch 3 Kämpfe vor uns. Oh, Mario kämpft mit uns, gut. Ich wollte dann. Raus. So, Handtasche. Ah, ich wollte Dinge einsammeln. So, zielen und Dreck. Oh. Er macht uns gerade fertig. Mal, ich wollte beim Landen treffen. Oh Gott. Ich dachte, ich werde. Oh Mann. Hier geht er natürlich ein bisschen nach rechts, diese blöde Sprungfeder. Ja, und natürlich fliegt er jetzt raus. Ey. Das ist so was. Gott, mich so was von an. Ey. Komm schon. So, ey. Es kann nur eingehen. Oh, nee. Boom. Ja, den Angriff gibt es ja auch noch, was vielleicht mal machen ist. Eine geile Kombi wie bei Donkey Kong. Erst in den Boden rammen. Alter. Sehen wir mal, wie leicht Mr. Game & Watch ist. So, wenigstens 1.0 noch. So, jetzt kommt gleich Meister Hand und Crazy Hand und da wird nicht gut ausgehen. Tut einfach eine Pumpe, ja. Diesen danke. So, Game Watch bei der Theorist. Warum komme ich da nicht hoch? Mir hat der eine Angriff das Ding nicht kaputt gemacht. Oh. Okay, da wird jetzt wo so, da wird jetzt heftig gegen die beiden. Mr. Game & Watch, ich meine, ich habe so sogar mal früher so ein Ding in der Hand gehalten. Ich glaube nicht, dass ich eins besessen habe. Ich weiß es nicht. Also nicht von Mr. Game & Watch, da waren ja so kleine so Minigame muss mit nur ein Spiel und so. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich mal so ein Ding hatte, aber ich habe auf jeden Fall schon mal eins gespielt. War ehrlich. Aber besessen weiß ich nicht. Ja, so alt ist der Daniro schon, ne? Mit Mr. Game & Watch Dinger gespielt. Ehrlich. Ach Mann. Er ist so. Das ist nicht nett. Und in der Ecke bist du ganz schön sicher, ne? Oh, und dann schon wieder diese Angriffe. Oh, hab ich da raus? Oh, nach. Einmal fragen wir dich auf jeden Fall, also vielleicht auch nicht. Das ist ganz schön stark eigentlich. Alter,
darf mich hier von gar nichts treffen lassen, glaube ich. Na gut. Komm schon. Da gehe ich auf Nummer sicher. Boom. Ein Leben mit Mr. Game & Watch. Gut, natürlich. Natürlich habe ich jetzt mit Mr. Game & Watch beim ersten Mal geschafft. Ja, ach komm. 8,5. Nicht schlecht. Da lassen sich noch einige Belohnungen rausholen, glaube ich. Ja, natürlich, ne? Also, da waren so Aufklappdinger irgendwie. Da war in der Mitte im Bildschirm und da konntest du auf rechten, der linken Seite hier so aufklappen und da waren die Knöpfe. Also so ungefähr waren Mr. Game & Watch Game & Watch Spiel aufgebaut, glaube ich. Da gab es auch irgendwie so Kopien und all sowas. Also diese Dinger, wo irgendwie nur so ein Spiel ist und die Bilder, die leuchten da irgendwie so auf. Also so ein Spiel war das. Davon habe ich natürlich auch einige gespielt, aber weil ich da war irgendwie so ein Rennspiel hatte ich da. Das ist das einzige, was ich mich erinnern kann. Aber Mr. Game & Watch Spiel hatte ich auf jeden Fall auch schon mal irgendwann. Also bin mir sicher, ich habe mal eins davon gespielt. Ich weiß nicht wie. Ich glaube nicht, dass ich eins besessen habe, aber ich glaube irgendjemand, bei irgendjemandem habe ich das mal gespielt, vielleicht. Kann sein. Also ja. Ich bin so retro, ne? So, und ihr wisst ja schon, welchen Charakter wir als nächstes spielen, ne? Also ja. Und diesen Charakter habe ich auch schon mal Spiele gespielt. Ich hatte mal ein PlayStation-Spiel, aber dazu sage ich gleich mehr. Also machen wir das hier. Von oben bin ich einfach nur so platt. Ich glaube, wir haben ein bisschen Mr. Game & Watch stärker gemacht. Die ganzen Angriffe hier, die ganzen seitlichen Angriffe, der nennt sich ja Tilts hier. Wenn man in eine Richtung drückt und dann ja, zuschlägt. Ist aber bei mir auf dem Analogstick hier, auf dem zweiten, auf den rechten. Normalerweise sind da die Smash-Angriffe, aber ich habe eingestellt, dass ich da diese Tilts, diese sogenannten Tilts einsetzen kann. Und genau, diese Tilts werden zum Beispiel bei bei ihm ja jetzt diesen Stuhl. Also wenn ich so einen Stuhl raushole und Smash-Angriff ist ja mit dieser Fackel. Und ja, ich habe so halt für die Tilts von Mr. Game & Watch sind ganz schön stark. Die sind ganz schön schnell rausgeflogen dadurch. Was ich mir eingebildet, was natürlich auch sein kann. 3, 9. Ja, ist er normal oder ist halt nur in der Level? Die Mr. Game & Watch hat irgendwie so Punkte oder so Quadrate in seinem Körper. Ich glaube, das ist nur auf dieser Level, ne? Habe ich auch irgendwie so gesehen, als er so rangezoomt hat, nachdem ich gewonnen habe. So, Mr. Game & Watch. So sah aus. Kid Dracula. Nathan Graves. Kyurem. Gummiluma. Ich warte ja immer noch auf so ein Ding, was mich gegen Elektroböden immun macht, aber ne, bis jetzt noch nichts. Wenn ich endlich mal Dojo hier im Abenteuermodus hier freischalten kann. So, nächster Charakter. Auch ein sehr retro Charakter. Ness rappelt den Karton. Pekumeno. Natürlich. Keine Grünen. Willst du mich? Dann immer weiß. Ja. Ich glaube, Mr. Game & Watch und Pac-Man müssten die ältesten Charaktere in diesem Spiel sein, ne? Ja, Ticketstart. Obwohl mit Pac-Man komme ich nicht klar, nicht so gut. Was soll's. Versuchen wir mal. Ness rappelt im Karton. Steht hier NES, so ist die Konsole der Nintendo.
Jawohl. Ja, das sind zum Beispiel Tilts. Hier drücke ich einfach nur nach oben auf den Rechner Analogstick. Das ist gut, wenn man das irgendwie auf den zweiten Analogstick macht, wenn man in der Luft irgendwie hier so nach rechts und so drücken will. Das ist irgendwie einfacher. Dann kannst du in der Luft halt bestimmte Angriffe machen. Oh Gott. Wenn du zum Beispiel hier so rückwärts angreifen willst, ist halt gut, wenn du halt auf den Analogstick hast, weil so irgendwie in der Luft ist das dann, wenn er mit dem linken Analogstick steuern willst, ist das ein bisschen, ja, nicht unmöglich, aber ist besser halt. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so eine Empfehlung oder so in irgendeinem Video gesehen vor Jahren ungefähr, als ich bei der Wii U irgendwie Smash Bros gespielt habe. Also ja, seitdem habe ich das irgendwie so eingestellt bei den Konsolen Dinger. Bei den 3DS konnte man das leider nicht machen, weil da hat man ja kein zweites Steuerkreuz gehabt auf der rechten Seite. Also ja, bei Smash Angriffe kann man einfach, wenn man gedrückt hält, irgendwo machen. Oder ich glaube mit A und B kann man auch, wenn man die beiden Knöpfe gleichzeitig drückt, kann man auch Smash Angriffe machen. Aber diese Tilts halt, die sind ein bisschen schwieriger. Weil er tust du aus Versehen einen Smash-Angriff machen oder so, wenn ich hier so drücke und ich will nur einen Tilt machen. Und da, jetzt kann ich halt einfach so machen. Dann nehme ich einfach mein Steuerkreuz einsetze und du fliegst gefälligst raus. Ich werf Geist auf dich. Wird chillig. So, haben wir genug darüber geredet, ne? Weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann angedeutet habe oder so. Man muss ja mal, irgendeiner muss ich ja auch sagen, ne? So, Schlüssel, boom. Schon wieder. Aufladen, gut. Bananenschuss, oh nee, flieg. Ah, ich glaube, jede Frucht hat irgendwie ein anderes, oh Gott, irgendwie einen anderen Effekt oder so, aber ah, Dreck, ich dachte, ich würde das treffen. Nein, das wollte ich nicht treffen und ich fliege natürlich sofort raus. Ey, wie stark ist denn der Rücksturz von dem blöden Teil? So, komm mal her. Da kotzt mich so an, ey. Wollte ihn nicht angreifen, wie man sich vielleicht denken könnte, aber ich habe es trotzdem gemacht. So, gehen wir hier nach Alter. Pennsylvania, also Simon Belmont, der ist auch ganz schön alt, also. Viele sagen ja, Castlevania, richtig gute Serie. Also die, die halt früher gespielt haben, die sind auch richtige Fans davon, so wie ich da verstehe. Jetzt nie wirklich meine Hand in irgendein Castlevania-Spiel gehabt. Gibt es auch schon neuere Titel von, aber weiß ich nicht. Wo ich mir vorstellen könnte, mir wird es gefallen vielleicht. Also, geh weg. Ah, weiß man ja nicht. Oh, der hat das gefangen. Willst du mich verarschen? Was ist das? Ich bin Schlüsselschwertmeister. Na, Dreck. Oh, der ist schon rausgeflogen. Okay. Dann ist der Game & Watch, der hat auch einen Schlüssel, ne? Wenn er hier so runter stürzt kommt, ne? Jeder alte Karte hat einen Schlüssel. Sora hat auch einen Schlüssel von Kingdom Hearts. Jetzt auch ein alter Charakter, ne? Ja, das Ding bleibt ja immer noch da. Ah, frisst das. Das ist so merkwürdig. Die Gegner gehen gar nicht so richtig auf die Smash Balls los. War anders in älteren Teilen, wenn ich mich nicht irre.
Wenn Abenteuer muss, gehen sie auf Items und so los oder so. Auf Smash Balls gehen die gar nicht los. Was ist das? Da geht alle auf mich, ehrlich. Hey, Junge, greifen sich nicht gegenseitig an, nur mich. Oh. Bist du ein? Was ist das? Oh nein. Genau, mal ruhig aufeinander losgehen, ne? Muss nicht nur auf mich losgehen, Leute. So, ab davon. Ich esse euch. Ich esse euch. Ich esse euch. So. So, setzen wir meinen überpowerten Baseball ein. Ja, was ist das für ein Teil? Oh nein, jetzt hat der Teil. Das Ding ist voll überpowered. Oder bin ich mir nur ein Dreck? Ich bin verfehlt. Oh Gott, ich wollte eigentlich. Ey, der liegt noch da. Flieg und Sieg. Okay, wenn er mich jetzt selber getroffen hätte, ne? Wie du greifst das Ding an? Wir sind Computer, oder was das Ding hier? Du darfst das nicht angreifen. Ich habe doch gerade erst gesagt, ey. Ja, wir wollen nicht viel aus dem Ticket raus, habe ich so ein Gefühl. Dumm, 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 dumm. Ich esse euch, wie du bist ein Gummi, Kirby. Ich bin ja, ich fresse alles. Ich fresse Geister. Was frisst du? Was hat? Was hat? Pac-Man. Wann habe ich am Pac-Man gespielt? Ich habe, ich da original gespielt, aber nicht. Das original nicht, also ja, so Arcade-Maschine oder irgendwie sowas, sowas habe ich nicht gespielt, also, aber Pac-Man wurde ja auch schon dutzenden Konsolen oder so rausgebracht oder so, das Original so als Minispiel, ja, habe ich natürlich auch schon mal irgendwann mal gespielt natürlich, aber was ich so am meisten am Pac-Man gespielt habe, war ein Spiel, das hieß Mrs. Pac-Man, das war, weiß ich nicht, so eine Art Abenteuermodus für Pac-Man. Da gab es auch so ein Minispiel, da konnte man im Multiplayer spielen. Hatte irgendwie was vom Bomberman und Pac-Man, so eine Kombination. Da war schon witzig. Also der Multiplayer hat irgendwie mehr Bock gemacht. Ich habe den Einzelspiel habe ich nie irgendwie durchgespielt. Dracula, was? Weil er von der NES ist oder was? What is a man? A Pac-Man. Okay, komme ich gegen den klar? Leicht. Was ist das? Mein Gott, ich mache den ja fertig. Muss nur erstmal einmal die Angriffe alle kennen, dann. Mit ist darum gebetet, dass er jetzt nicht sein Dings einsetzt. So. Nein, falsche Richtung. Oh, jetzt kommt das wieder. Ist von einer Säule in die andere geworfen. Was ist das? Oh, Dreck. Oh, komm, hau den einfach rein. Gut. Ich hole mal meinen Schlüssel wieder. Das kann ich eigentlich vom Weiten die ganze Zeit werfen, ne? Boom. Da wollte ich dich. Ich werde besser bei den Bossen, ne? Geil. Mal lass mich doch mal meinen Schlüssel rausholen. Boom.
weil ich dachte erst meine Grant hat den irgendwie seine Angriffe abgewehrt. Ja. Nein, ich wollte den ja machen. Nein, das gibt's jetzt einfach nicht. Oh Mann. Was ist das? Boah, ey, wieder so ein Treffer. Ja, das kotzt mich jetzt schon wieder an, ne? Kann nur so ein Pech haben. Ah. Vor allem mit einem Ticket auch noch. Ich hätte voll viele Belohnungen rausholen können. Kriegt zwar immer noch doppelte Belohnung, aber trotzdem. Ich liebe dieses Lied. Pac-Mania oder irgendwie so heißt das Lied. Soll ich mir angewöhnen, immer irgendwie oben links oder so nachzugucken, wie das Lied auch heißt. Das passt halt jedes Mal. Also das Lied dann im Trailer vorkam von Pac-Man damals. Dafür Smash 4 angekündigt wurde. Da könnt ihr euch vorstellen, dass es ein Spiel gibt, wo Mario, Sonic, Mega Man, Pac-Man und andere Charaktere noch vorkommen. Ey, das ist so davon gestört, wenn du so darüber nachdenkst. Er hätte vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so, da jeder für verrückt gehalten, ne? Also ja, Nintendo, du hast Sega, Capcom, Bandai Namco, Square Enix. Ja, vollkommen gestört, ey. Nächstes kommt Dings, ja. Microsoft. Kommt der Master Chief hier ins Spiel rein. Das für keine Ahnung. Wäre eine Sensation eigentlich, aber das wird auf jeden Fall nicht passieren. Also, nee. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird, also. Ja, Maskottchen von Xbox. Warum gibt es kein Maskottchen für PlayStation? Früher war Crash Bandicoot. Deswegen wünsche ich mir auch, dass Crash Bandicoot hier als spielbarer Charakter vorkommt. Aber jetzt, wo ich da nachdenke, gerade weil Crash Bandicoot so ein Maskottchen-Status hatte damals, nehme ich an, dass der nicht hier hinzugefügt wird. Da gab es ja schon wieder ein paar Leaks, welche Charaktere da vorkommen. Also weiß ich nicht. Ich will ehrlich gesagt nicht glauben, dass die wahr sind, weil die Auswahl an Charakteren finde ich jetzt nicht so dolle. Darüber kann man ein andermal reden, ne? Und der Mond. Cool. Ticket. Ticket-Bonus. Belohnung. Pac-Man. Kennt ihr diese eine Fernsehserie von Pac-Man? Das sieht gestört aus. Kein Ticket. Ach. Dreck. Dreckiger Dreck. So, haben wir jetzt die Reihe? Nee, da fehlen noch ein paar. Irgendwas mit 20 Charakteren oder 90 Charakteren fehlen nur noch. Irgendwann wird das schon. Irgendwann werden wir schon fertig sein mit dem Spiel. Hey, Titania von Fire Emblem Radiant Dawn und Perfect Radiance, nehme ich an. Bayonetta. Alles zu teuer. Magieangriffe. Nee, ich brauche irgendwas gegen Böden. Gut, ja. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Abenteuermodus, wie gehabt. Und ja, ich glaube, ich alles fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Das wäre richtig geil, Romantico von euch. In dem Sinne, ciao.